Damit begrüße ich euch zur Vorschau auf die tschechische Mannschaft bei der Euro 2016. Wir werfen erstmal einen kleinen Blick in die Geschichte und sehen dort, dass die Tschechen sich bislang erst ein einziges Mal als eigenständiges Land für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnten. 2006 in Deutschland scheiterten sie dort in der Vorrunde allerdings schon an Italien, Ghana und der USA. Bei Europameisterschaften waren sie dafür umso erfolgreicher. Bei ihrer ersten Teilnahme 1996 in England kamen sie bis ins Finale und scheiterten dort natürlich am späteren Europameister Deutschland nach Golden Goal. 4 Jahre später war schon in der Vorrunde Schluss, allerdings hatten sie dort auch eine Todesgruppe mit den Niederlanden, Frankreich und Dänemark erwischt. 4 Jahre später in Portugal scheiterten sie am späteren Europameister Griechenland auch erst im Halbfinale nach Verlängerung. In Österreich und der Schweiz war schon wieder nach der Vorrunde Schluss. Vor 4 Jahren in Polen und der Ukraine kamen sie wieder bis ins Viertelfinale, scheiterten dort allerdings an Portugal. Jetzt in Frankreich sind die Tschechen wieder qualifiziert, haben ihre Qualifikationsgruppe A auch gewonnen. Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen, natürlich auch auf die Statistiken, die sich allerdings für einen Gruppensieger nicht besonders gut lesen. Generell muss man sagen, auch das werden wir später bei der Kaderanalyse sehen, dass die Tschechen nicht unbedingt viel Qualität im Kader haben, auch sehr viel auf Erfahrung setzen. Wie gesagt, meiner Meinung nach die große Stärke ist vielleicht die gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Allerdings fehlt ihnen so der wirkliche Ausnahmespieler, den die meisten anderen Mannschaften dabei haben. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie die Tschechen sich ganz genau qualifiziert haben und wie sie überhaupt die Gruppe A in der Qualifikation gewonnen haben. Die Tschechen trafen in der Qualifikation auf Island, die Türkei, die Niederlande, Kasachstan und Lettland. Wie wir das ja schon auch bei der Türkei analysiert hatten, waren natürlich die Holländer großer Favorit in dieser Qualifikationsgruppe. Jeder hatte sie auf dem Zettel für Platz 1. Am Ende reichte es allerdings nur zu Platz 4 für die Holländer und damit nicht mal die Playoffs. Die Tschechen setzten sich am Ende souverän durch mit 22 Punkten und waren schon nach dem 8. Spieltag fest für die Europameisterschaft qualifiziert, da die Türken relativ schlecht gestartet waren und erst mit einem Schlussspurt sich überhaupt noch als bester Gruppendritter für die Europameisterschaft qualifizieren konnten. Ganz überraschend natürlich auch dabei die Isländer auf Platz 2. Das ist natürlich auch eine Sensation, dass die das geschafft haben, gerade eben in einer relativ stark besetzten Gruppe. Schauen wir uns mal an, wie das sich denn genau für die Tschechen entwickelt hat. Das Jahr fing an eigentlich mit einer Freundschaftsspielniederlage daheim gegen die USA. Danach sollte es die erste große Überraschung geben. Damals hatte man noch nicht so auf dem Zettel, dass die Holländer eine relativ schwache Qualifikation spielen werden. Deswegen war das 2:1 der Tschechischen Republik gegen die Holländer schon eine kleine Sensation. Die Tschechen konnten ihre starke Form dann eben auch in den Oktober retten und gewannen 2:1 in der Türkei und auch in Kasachstan. 3 Tage später konnte man mit 4:2 gewinnen. Ende des Jahres, am 16. November, gewann man ebenfalls 2:1 gegen Island und hatte somit 12 Punkte aus 4 Spielen die Maximalausbeute im Jahr 2014 geholt und konnte auf jeden Fall mit viel Rückenwind ins neue Jahr gehen. Das sollte allerdings relativ schlecht beginnen. Gegen Lettland war eigentlich der 5. Sieg im 5. Spiel eingeplant. Gegen die schwächste Mannschaft in dieser Gruppe mit Kasachstan bestimmt, gab es allerdings nur ein 1:1. Gegen die Slowakei verlor man danach ein Freundschaftsspiel mit 1:0 und auch in Island verlor man 2:1. Also, die Qualifikation schien schon wieder etwas in Gefahr zu geraten. Allerdings gab es danach ein, souverän möchte ich es nicht nennen, aber ein 2:1 gegen Kasachstan und gegen Lettland eben auch ein 2:1. 2 knappe Siege gegen die 2 schwächsten Mannschaften und damit war man dann auch schon fest qualifiziert für die Europameisterschaft. Die beiden letzten Spiele waren quasi nur noch Formsache. Gegen die Türkei verlor man daheim 2:0. Die Türkei musste allerdings auch alles geben, während die Tschechen natürlich quasi schon für Frankreich planen konnten. Am letzten Spieltag ging es dann zum bedeutungslosen Spiel zu den Niederlanden, wo man ebenfalls mit 3:2 gewinnen konnte. Die Niederländer waren damit nicht bei der Europameisterschaft dabei. Die Tschechen gewannen die Gruppe. Allerdings muss man sagen, wenn wir uns auch gleich die Statistiken anschauen, die lesen sich nicht wirklich wie ein Gruppensieger. Da kann man, denke ich mal, auch gut sehen, dass diese Mannschaft nicht allzu viel Qualität hat, dafür, dass sie wirklich passable Ergebnisse in der Qualifikation eingefahren haben. Nach der erfolgreichen Qualifikation gab es ein Freundschaftsspiel gegen Serbien, das überraschenderweise sehr deutlich mit 4:1 gewonnen werden konnte. Allerdings waren die Serben in ihrer Qualifikationsgruppe, wo ja wirklich nur 5 Teams gestartet waren, auch sehr schwach. Deswegen, die Serben kann man nicht so richtig einschätzen. Sehr talentierte Mannschaft, muss man mal warten, was die nächsten Jahre mal wieder daraus wird. Ein Freundschaftsspiel gegen Polen verlor man mit 3:1 und auch gegen Schottland musste man sich daheim mit 1:0 geschlagen geben. Gegen Schweden jetzt vor der Europameisterschaft Ende März konnte man immerhin ein 1:1 holen und gegen eine sehr schwache Mannschaft aus Malta gewann man immerhin 6:0. Allerdings sollte man das nicht allzu hoch bewerten, da die Mannschaft aus Malta sicherlich nicht die Defensivschwächen der Tschechischen Republik aufdecken konnte. Jetzt am 1. Juni wird es noch ein Freundschaftsspiel geben in Österreich gegen Russland, bevor es dann in Prag am 5. Juni nochmal ein Vorbereitungsspiel gegen die südkoreanische Nationalmannschaft geben wird.
Den Auftakt hätten die Tschechen nicht schlechter treffen können, denn sie spielen gleich im allerersten Spiel gegen Spanien. Danach geht es gegen Kroatien und dann vielleicht schon im allerwichtigsten Spiel gegen die Türkei, wo man sich vielleicht dann noch fürs Achtelfinale qualifizieren kann als einer der besten Gruppendritten. Mehr, glaube ich, ist für die Tschechen nicht drin und ein Beleg dafür, den werden wir uns jetzt anschauen, nämlich in den Statistiken der Europameisterschaftsqualifikation. Die Statistiken der Tschechen in der EM-Qualifikation lesen sich nicht unbedingt wie die eines Gruppensiegers. Sie haben zwar 19 Tore erzielt und sind damit auf Platz 10, allerdings stellen sie auch die schlechteste Abwehr der kompletten Qualifikation mit 14 Gegentoren. Damit sind sie auf Platz 23 und haben vor allem in jedem Spiel mindestens ein Gegentor kassiert. Damit sind sie die einzige Mannschaft, der das passiert ist, die auch in Frankreich bei der Europameisterschaft dabei ist. Das werden wir auch später nochmal analysieren, dass die Abwehr sehr breit besetzt ist. Es gibt bestimmt 3, 4, 5 Innenverteidiger, die von Beginn an spielen können. Allerdings hat keiner wirklich so die allerhöchste Qualität. Um nur mal einen Namen zu nennen, zum Beispiel Roman Hubnik hat jetzt auch im Vorbereitungsspiel gespielt für die Tschechen, auch schon in die Jahre gekommen. Wir kennen ihn noch von der Hertha aus Berlin. Ein Spieler, der eine gewisse Qualität mitbringt, allerdings würde ich sagen, so eher zwischen erster und zweiter Liga hin und her pendelt von seinem Leistungsniveau. Und dort ist quasi auch die ganze tschechische Abwehr anzusiedeln. Es gibt keinen wirklich starken Spieler, werden wir aber gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Aber das wird sicherlich die Achillesferse werden der tschechischen Mannschaft. Wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann wird das sehr schwierig werden bei der Euro. Bei den Torschüssen sind sie auf Platz 15 mit 132 Versuchen und mit den 14% der Torschüsse, die dann auch zu Toren führen, sind sie dort in guter Gesellschaft. Wenn man mal vergleicht, die Deutschen zum Beispiel machen nur jeden 10. Torschuss rein, also nur 10%. England wäre dort bei 16%. Damit sind sie vor allem auch gleich auf, zumal mit den Kroaten in ihrer Gruppe. Also, das wäre gar nicht mal so eine schlechte Quote. Das wäre aber auch der einzige Lichtblick. Denn von den 132 Versuchen gehen auch nur 41 direkt aufs Tor. Damit wären sie bei 31% der Torschüsse, die dann tatsächlich auch aufs Tor gehen. Und damit sind sie sogar hinter der Ukraine zurück und hinter Kroatien sogar anzusiedeln. Das ist bislang mit der schlechteste Wert, den ich ermittelt habe. Also es fehlt hinten und vorne ein bisschen an Qualität bei den Tschechen. Ich glaube, man darf sie natürlich auch nicht unterschätzen. Aber wenn man jetzt wirklich jede einzelne Position mal mit den anderen Mannschaften eben auch in der sehr schweren Gruppe D vergleicht, dann glaube ich fast nicht daran, dass die Tschechen dort weiterkommen können. Bei der Passgenauigkeit sieht man auch, dass dort die Qualität nicht hundertprozentig vorhanden ist. Alle anderen Mannschaften in der Gruppe haben eine bessere Passgenauigkeit. Die Tschechen sind dort auf Platz 18 mit 85% angekommener Pässe. 3.447 von 4.044 Pässen sind dort an den Mann gekommen. Damit sind sie im hinteren Drittel zu finden. Mannschaften wie Rumänien, Ungarn, Irland, Albanien und Nordirland befinden sich dort in ihrem Radius. Und da sieht man schon, das ist nicht mehr die tschechische Mannschaft, wie sie Anfang des Jahrtausends und Ende der 90er natürlich mit Pavel Nedved und anderen Spielern gewirbelt hat. Das ist keine technisch überragende Truppe mehr, die viel Tempo mit auf den Platz bringt, sondern das sind wirklich eher ehrliche Arbeiter, die eher Handwerker sind, würde ich sie mal nennen. Also, wir schauen uns jetzt mal die einzelnen Mannschaftsteile an und werden dort feststellen, dass es dort doch einige Schwachstellen in der tschechischen Mannschaft gibt. Wer im Tor der Tschechen steht, darüber gibt es natürlich keine zwei Meinungen. Da kann nur Peter Cech in Frage kommen vom FC Arsenal. Natürlich lange bekannt von Chelsea London, inzwischen auch 34 Jahre alt, allerdings vor der Saison von Chelsea eben zum FC Arsenal gewechselt. 34 Einsätze gehabt, 31 Gegentore nur kassiert, 16 Mal zu 0 geblieben, das sind sehr gute Werte. Auch in der Champions League bei 5 Einsätzen 7 Gegentore kassiert und 3 Mal immerhin zu 0 geblieben. Also, Peter Cech seit Jahren natürlich überragender Torhüter, einer der besten der Welt, hat auch eine Ära geprägt, gerade in Tschechien. Ich glaube nicht, dass sie nochmal einen so guten Torhüter bekommen werden. Aber er wird auf jeden Fall bei der Euro dabei sein. Ob es sein letztes großes Turnier ist, das kann ich nicht beantworten. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass er zum 8. Mal auch in dieser Saison zum Spieler des Jahres in Tschechien gewählt wurde. Also unumstrittene Nummer 1, obwohl sie eine wirklich gute Nummer 2 hinten dran haben. Nämlich mit Thomas Vatschlik vom FC Basel. Er ist 27 Jahre alt, ist Torhüter in der Schweiz, beziehungsweise Stammtorhüter in der Schweiz, wollte ich eigentlich sagen. 30 Einsätze, 31 Gegentore, 11 Mal zu 0 geblieben. Also, er ist ein sehr guter Torwart, 1,89 Meter groß. Falls Peter Cech sich verletzen sollte, haben die Tschechen dort einen wirklich guten Mann hinten dran. Da brauchen sie sich also gar keine Sorgen machen. Als talentierten dritten Torhüter gibt es noch Thomas Kubek von Slovan Liberec. Er ist 23 Jahre alt, mit 1,98 Meter natürlich auch ein Gardemaß für einen Torhüter. Ist momentan ausgeliehen von Sparta Prag an Slovan Liberec.
Die Leihe wird allerdings jetzt auch wieder enden. Er hat 25 Einsätze gehabt in der ersten tschechischen Liga, 29 Gegentore kassiert und ist dabei 8-mal immerhin zu 0 geblieben, wobei das jetzt nicht so die sensationelle Quote ist. Also, er wird auf jeden Fall mitfahren, ein bisschen Erfahrung sammeln beim Turnier, allerdings zum Einsatz kommen wird er nicht. Petr Cech ist die Nummer 1, Thomas Vaclík natürlich die Nummer 2 und Thomas Kubek darf mal ein wenig mit reinschnuppern. Und jetzt kommen wir quasi zu einer der großen Schwachstellen, nämlich die Abwehr der tschechischen Mannschaft. Wie gesagt, es gibt unheimlich viele Spieler, die dort rein theoretisch zum Einsatz kommen könnten, weil alle sich auf einem ähnlich niedrigen Niveau befinden. Also, wir schauen uns mal die Abwehrformation der tschechischen Mannschaft an. Für die Innenverteidigung der Tschechen kommen gleich vier Spieler in Frage. Marek Suchi, wie ich jetzt eben mal gehört habe bei einem YouTube-Video, wie er ausgesprochen wird. Ich hoffe, das stimmt. Spielt beim FC Basel, Marktwert 4,5 Millionen, 28 Jahre alt. Er, würde ich sagen, ist die Nummer 1 in der Innenverteidigung. Diese Saison auch 34 Einsätze für die Schweizer gehabt, auch in der Europa League 9-mal zum Einsatz gekommen, in der Champions League Quali gespielt, also auch internationale Erfahrung gesammelt diese Saison. Er wäre mein Innenverteidiger Nummer 1. Daneben würde ich sagen, Tomáš Sivok von Bursaspor, schon 32 Jahre alt, nicht mehr der schnellste und beweglichste Spieler, trotzdem 24 Einsätze in der ersten türkischen Liga, dabei 2 Tore erzielt. Er wäre eine weitere Option eben für die Innenverteidigung, wo man aber nicht so genau sagen kann, wer da wirklich zum Einsatz kommen wird. Ich hatte es vorher schon angesprochen, zum Beispiel Roman Hubnik, uns natürlich noch aus der Bundesliga bekannt. Er wurde jetzt im Freundschaftsspiel gegen Malta zum Beispiel von Beginn an eingesetzt, wobei er da natürlich auch nicht hundertprozentig gefordert wurde. Spielt inzwischen bei Viktoria Pilsen, natürlich 31 Jahre alt, bei der Hertha nicht immer den glücklichsten Eindruck gemacht, also glücklich im Sinne von, dass er nicht glücklich agiert hat, aber immerhin 21 Einsätze in der ersten tschechischen Liga gehabt, bei Viktoria Pilsen, die ja auch überragender Meister geworden sind zum wiederholten Male, also dort auf hohem Niveau zumindest in der Liga gespielt, auch in der Champions League Quali bzw. Euro League Quali 2-mal zum Einsatz gekommen. Dort ist Viktoria Pilsen aber auch relativ schnell gescheitert. Also er wäre eine weitere Option für die Innenverteidigung. Ich würde ihn allerdings nicht von Beginn an spielen lassen. Eben auch wegen der Erfahrung in der Bundesliga auf höherem Niveau hat er doch dann deutliche Schwächen. Ein weiterer Spieler, der uns bekannt ist, der auch immer als sehr talentiert galt damals bei Bayer Leverkusen, ist Michail Katletz. Bei Bayer Leverkusen hat er nicht unbedingt in der Innenverteidigung gespielt, soweit ich mich erinnere, hat er da meistens den Linksverteidiger gegeben. Inzwischen bei Fenerbahce Istanbul, beziehungsweise wird er nach der Saison zu Sparta Prag zurückwechseln. 31 Jahre alt auch inzwischen, in dieser Saison immerhin 11 Einsätze, Entschuldigung, 10 Einsätze in der Super League gehabt für Fenerbahce. Also auch nicht unumstrittener Stammspieler und es wird schon seinen Grund haben, warum er auch zurück zu Sparta Prag eben wechselt. Also er wäre eine weitere Option für die Innenverteidigung. Ich denke, man an diesen vier Spielern, die für die Innenverteidigung in Frage kommen, kann man sich auch schon ganz gut erklären, wie eben die schlechteste Abwehr aller Euro-Teilnehmer zustande gekommen ist, weil da ist kein Spieler dabei, der wirklich richtig internationale Klasse hat. Also das halten wir mal fest. Suchi auf jeden Fall für die Innenverteidigung gesetzt. Daneben würde ich Thomas Sivok setzen und Roman Hubnik und Katletz, würde ich sagen, kommen erstmal von der Bank. Kommen wir zu den Außenpositionen. Dort auf links gesetzt, meiner Meinung nach, auch jetzt beim Freundschaftsspiel von Beginn an dort gespielt, David Limberski, ebenfalls von Viktoria Pilsen, auch schon 32 Jahre alt, 27 Einsätze, 2 Tore, eine Vorlage gegeben, in der Euroleague 6-mal zum Einsatz gekommen, also auch mit Viktoria Pilsen dort unterwegs gewesen. Er wäre nicht nur eine Option, sondern ich würde sagen, er spielt auf jeden Fall von Beginn in der ersten tschechischen Mannschaft. So, Daniel Pudil vom FC Watford in der Premier League unterwegs, auch schon 30 Jahre alt, generell muss man sagen, sehr viele alte Spieler. Ich hatte es immer so in Erinnerung, auch als ich mir den Kader mal beim ersten Mal durchlesen überflogen habe, mehr oder weniger, dass dort eine bessere Mixtur drin ist. Also gut viele junge Spieler, wie wir das ja zum Beispiel auch bei den Kroaten hatten, wo unglaublich viele Talente dabei waren, trotzdem erfahrene Spieler. Bei den Tschechen überdeckt das schon eher die ältere Garde, würde ich es mal nennen. So, Daniel Pudel, wie gesagt, FC Watford spielt. Er hat schon einige Vereine hinter sich, eben auch in England bei Sheffield Wednesday, auch in der zweiten Liga gespielt, in Spanien schon unterwegs gewesen, in Italien, in Belgien. Also, er ist schon ordentlich rumgekommen. Allerdings jetzt in der Premier League hat er für den FC Watford ist er nicht zum Einsatz gekommen. Entschuldigung, er hat bei Sheffield Wednesday bis vor kurzem gespielt, jetzt in der zweiten englischen Liga. Dort hat er 36 Einsätze gehabt, 2 Tore selbst erzielt und 4 weitere vorbereitet. Also er kam nur in der zweiten englischen Liga zum Einsatz und ist jetzt quasi zum 1.6. wieder zurück zum FC Watford gekommen. So rum ist das richtig, Entschuldigung. So, er wäre wie gesagt die zweite Option für die Linksverteidigerposition.
Dann gibt es zwei Spieler aus der Bundesliga, die den Rechtsverteidigerposten spielen und ich würde sagen, dass beide auf einem ähnlichen Niveau sind, wobei ich eigentlich Pavel Kaderabek von der TSG Hoffenheim für stärker halte. Er ist 24 Jahre alt, er hat mir generell bei Hoffenheim diese Saison gut gefallen, gerade im Saisonendspurt war er stark, 28 Einsätze, eine Vorlage gegeben für die Hoffenheimer und war sicherlich auch daran beteiligt, dass die Hoffenheimer zum Endspurt tatsächlich noch dem Abstieg entronnen sind. Er wäre meine erste Option für die Rechtsverteidigerposition, denn ich sehe ihn etwas stärker als Theodor Gebrselassie, der bei Werder Bremen sicherlich auch eine passable Saison gespielt hat, aber generell ist er für mich auch nur ein passabler Außenverteidiger. Offensivakzente setzt er natürlich immer mal wieder, aber seine Stärke liegt sicherlich eher in der Defensive. Das sieht man auch bei seinen Werten in 33 Bundesligaspielen in dieser Saison. Immerhin ein Tor erzielt und zwei weitere vorbereitet. Aber da ist natürlich nicht der ganz große Offensivdrang bei ihm da. Also fassen wir nochmal zusammen. Marek Šuči auf jeden Fall in der Innenverteidigung meiner Meinung nach gesetzt. Daneben würde ich Thomas Sivok setzen. Als Außenverteidiger links David Limberski und auf der rechten Seite Pavel Kaderabek, den Namen, wo ich immer ein bisschen stottern muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf das Mittelfeld und stellen auch dort fest, dass dort einige Routiniers unterwegs sind, wie zum Beispiel Tomáš Rosický, der tatsächlich immer noch Teil auch der tschechischen Nationalmannschaft ist. Die Tschechen spielen meistens im klassischen 4-2-3-1, also wieder mit einem etwas defensiveren Sechser und einem Achter. Und dann fangen wir erstmal in diesem Fall mit dem etwas offensiveren an. Also Wladimir Darida, in dieser Saison sehr stark gespielt bei der Hertha. 7 Millionen Euro Marktwert, 25 Jahre alt, eine sehr gute Entwicklung genommen und er ist für mich so der Spieler im Mittelfeld, auf den man am meisten achten muss. Wobei man allerdings daran auch schon sieht, wenn er quasi der wichtigste Mann im Mittelfeld ist, eben auch mit Tomáš Rosický und vielleicht auch mit Jaroslav Blažil, der allerdings auch in die Jahre gekommen ist, dann sieht man schon, da fehlt einfach die Qualität in dieser Mannschaft. Aber Darida, wie gesagt, eine sehr gute Bundesliga-Saison mit der Hertha gespielt, sich für Europa qualifiziert, 31 Bundesliga-Einsätze, 5 Tore dabei erzielt und immerhin auch 3 Vorlagen gegeben. Auch im DFB-Pokal sehr stark gewesen, dort ist die Hertha ja auch erst im Halbfinale an Dortmund gescheitert. Dort hat er auch in 4 Spielen 2 Tore erzielt und 2 weitere vorbereitet. Also, Wladimir Darida, ein bisschen ja, Shootingstar der Bundesliga ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber einer der Newcomer der Saison auf jeden Fall. Er ist für mich im zentralen Mittelfeld bei den Tschechen gesetzt. Eine weitere Variante auf seiner Position, allerdings würde ich sagen, dass wenn Darida fit ist, er auf jeden Fall auch spielen wird, ist David Pavelka von Kasimpasa, ebenfalls in der Türkei unterwegs, wie ja doch einige andere tschechische Nationalspieler auch. 25 Jahre alt, also auch noch nicht zur alten Garde zu zählen, ähnlich wie Wladimir Darida, einer der jüngeren Spieler in der Mannschaft. Bei 14 Einsätzen in der tschechischen Liga für Slovan Liberec noch zu Beginn der Saison hat er 2 Tore erzielt, bevor er dann eben im Winter zu Kasimpasa gewechselt ist und dort immerhin auch zu 9 Einsätzen kam. In der Europa League auch 5-mal gespielt, also durchaus auch internationale Erfahrung sammeln können. Er kann durchaus auch auf der 6 spielen, allerdings würde ich sagen, damit wir wieder einen 6er und einen 8er eben auch in der Aufstellung drin haben, einen etwas defensiveren Spieler, würde ich David Pavelka einfach mal rausnehmen und erstmal nur als Ersatz für Wladimir Darida werten. Gleiches gilt für Lukas Maricek von Sparta Prag. 26 Jahre alt, ist Stammspieler bei Sparta Prag, 28 Einsätze, 1 Tor, 2 Vorlagen, auch in der Europa League sehr lange und sehr viel zum Einsatz gekommen, auch ein Gruppengegner gewesen vom FC Schalke 04, dort auch 2-mal unentschieden gespielt, also durchaus bewiesen, dass die Mannschaft was kann und er war dort auch auf dem Platz und hat, denke ich, auch eine gute Leistung gezeigt. Ich erinnere mich gerade an das Rückspiel, wo Sparta Prag auf Schalke eine sehr starke Leistung gebracht hat. Jaroslav Blažil, ich glaube, so rum wird es ausgesprochen, bei Girondins Bordeaux jetzt schon seit einigen Jahren am Start. Seit 2014 bzw. 2009 war er da schon hingewechselt. Hatte jetzt mal ein kurzes Intermezzo bei Catania Calcio ein Jahr, ist jetzt allerdings seit 2014 auch wieder in Bordeaux angekommen und nach wie vor Stammspieler in der Ligue 1. 27 Einsätze, 3 Tore, 3 Vorlagen. Obwohl er schon 34 ist, würde ich ihn auf der defensiven Position im Mittelfeld erstmal setzen, weil er einfach die Erfahrung mitbringt und natürlich auch gerade mit Tomáš Rosický, der tatsächlich auch noch da ist, auch wenn er in dieser Saison kein einziges Premier League-Spiel gemacht hat. Nur in der U21 Premier League ist er noch 3-mal zum Einsatz gekommen. Also das war dann allerdings auch im April. Ich bin mir gar nicht sicher, wie fit er ist. Ich habe mal versucht nachzuschauen. Er trainiert mit der Mannschaft, ist so ein bisschen der Schweinsteiger-Effekt. Er ist unglaublich wichtig
für die Mannschaft. Allerdings schaut er auch auf dem Transfermarktfoto, was ich hier gerade vor mir habe, auch nicht besonders glücklich drein. Inzwischen schon 35 Jahre alt, in jeder Startelf ist er mit drin. Ich persönlich bin da ja nie so ein Freund von. Allerdings, wenn er natürlich fit ist, dann kann er gerade mit seiner Erfahrung der Mannschaft weiterhelfen. Hervorragender Fußballer war er immer, leider viel zu verletzungsanfällig. Seine beste Zeit in Dortmund natürlich gehabt, danach bei Arsenal auch sehr stark gespielt. Da spielt er jetzt auch schon seit 2006, seit 10 Jahren in London. Das ist auch sehr heftig. Allerdings wird sein Vertrag jetzt am Ende der Saison auslaufen und er wird auch erstmal bei Arsenal nicht mehr bleiben. Also, Zukunft ungewiss, Thomas Rosicki dennoch quasi vor Jaroslav Blasil und Wladimir Darida im Zentrum gesetzt. Das wären für mich die drei zentralen Spieler, um die sich das Spiel der Tschechen erstmal drum aufbaut. Ebenfalls im offensiven Mittelfeld einsetzbar wäre Daniel Kola. Er ist 30 Jahre alt bei Viktoria Pilsen. Unter Vertrag, dort spielt er seit 2008 26 Einsätze in dieser Saison, 6 Tore, 4-mal in der Europa League zum Einsatz gekommen. Natürlich kann er ebenfalls die offensive Position auslegen. Wie gesagt, falls Tomasz Rosicki allerdings dort fit werden wird, dann glaube ich eher daran, dass auf den Erfahrenen und vor allem den Star der Mannschaft gesetzt wird. Auf der linken Seite außen ist Ladislav Krejci gesetzt. Er spielt bei Sparta Prag, hat jetzt auch in den Freundschaftsspielen starke Leistungen gebracht und wird auf jeden Fall auf dieser Seite beginnen. 26 Einsätze, 4 Tore, 7 Vorlagen sprechen auch für sich. Auch in der Europa League in 11 Einsätzen immerhin 2 Tore erzielt und sogar in der Champions League Quali 2-mal getroffen. Also, er hat mehr als nur auf sich aufmerksam gemacht. Auch einige Vereine sind hinter ihm her. Er ist erst 23 Jahre alt, also das ist auch wirklich ein Spieler, den man sich für die Zukunft merken kann. Vielleicht auch einer, den wir demnächst mal in der Bundesliga sehen werden. Auch dorthin gibt es ja einige Gerüchte. Ansonsten gibt es noch Borek Dokal. Jetzt kommen wir allerdings schon zur rechten Seite, wobei Borek Dokal auch genauso gut links außen spielen kann. Für mich ist er nicht die allererste Wahl, spielt ebenfalls bei Sparta Prag, 27 Jahre alt, 29 Einsätze, 8 Tore, 7 Vorlagen. Also sicherlich einer, der über rechts außen kommen kann. Allerdings gibt es dort eben auch noch andere Spieler, die diese Position gut begleiten können. Und Borek Dokal kann natürlich auch zentral oder eben auch links spielen. Von daher ist da wieder mal eine große Flexibilität eben bei den Spielern da. Josef Sural hat diese Position jetzt im letzten Freundschaftsspiel bekleidet. Kann auch Mittelstürmer spielen, 1,84 Meter groß, 26 Jahre alt, wieder ein Spieler von Sparta Prag. Also dort gibt es auch einen starken Block. 23 Einsätze, 7 Tore, 2 Vorlagen, das sind auch sehr gute Quoten, gerade für einen Stürmer, der eigentlich meistens auf den Außenpositionen zum Zuge kommt. Allerdings ist es auch ein Spieler, der eher selbst den Abschluss sucht, als die Tore vorzubereiten, das muss man natürlich auch sagen. Also eine weitere Option für die Rechtsaußenposition, wo ich mir gar nicht so sicher bin, wer dort überhaupt gesetzt sein wird. Dann ein weiterer Spieler für die Offensivreihe ist Jiří Skalak. Er spielt bei Albion, Brighton und Hove Albion in der zweiten englischen Liga. Ein sehr schönes Vereinswappen übrigens, müsst ihr euch mal anschauen. 24 Jahre ist erst alt, 16 Einsätze noch in der tschechischen Liga gehabt in dieser Saison. Nee, Entschuldigung, nicht in der tschechischen, für Mladá Boleslav. Ich meine doch, das ist die tschechische Liga, Entschuldigung. Da muss ich auch manchmal ein bisschen stottern. Also Mladá Boleslav, 16 Einsätze gehabt in dieser Saison. Noch bevor er dann im Winter eben nach England gewechselt ist und dort wirklich aufgeblüht ist. 2 Tore erzielt, 6 Vorlagen gegeben, vorher auch in der Liga 6 Tore erzielt in Tschechien. Also auch ein sehr starker Spieler, dribbelstark, 1,76 Meter groß. Da kann man viel erwarten, was die Außenposition betrifft. Wobei es natürlich, man muss immer sehen, nicht die allerhöchste Qualität ist. Die Spieler haben auch zum Teil wirklich nur Marktwerte, die sich im Bereich von 1,5 bis 3 Millionen bewegen. Also da ist keiner auch besonders gefragt auf dem europäischen Markt. Also muss man wirklich abwarten, was die Tschechen denn vielleicht als Mannschaft so auf den Platz bringen werden. Also die Rechtsaußenposition bin ich mir gar nicht sicher. Von den Statistiken her ist Borek Dokal sicherlich der Stärkste und der spielt vor allem auch bei Sparta Prag. Deswegen würde ich ihn dort einfach mal setzen. Josef Sural, wie gesagt, hat das im letzten Freundschaftsspiel gemacht, hat, glaube ich, auch ein Tor geschossen. Also warum sollte nicht er auch zum Einsatz kommen, vor allem weil er auch bei Sparta Prag spielt. Und Jiří Skalak, wie gesagt, in der zweiten englischen Liga, kann sein, dass dieser Wechsel ihn nicht unbedingt in die erste Mannschaft gespielt hat. Also gehen wir das System nochmal durch. Auf der Doppel-6 würde ich sagen, ist Darida und Blažil gesetzt, wobei ich bei Blažil natürlich nicht ganz genau sagen kann, wie fit er ist, aber er war mehr oder weniger Stammspieler in der Ligue 1, die ja durchaus eine starke europäische Liga ist. Also würde ich sagen, er spielt den defensiven Part, Darida spielt den etwas offensiveren Part auf der Doppel-6. Davor darf sich der Altmeister Tomasz Rosicki austoben. Über den Fitnesszustand weiß man immer noch nicht so ganz genau, wo es dorthin gehen wird.
Auf der linken Seite wird Ladislav Krejci spielen und auf die rechte Seite setze ich jetzt mal Borek Dokal. Allerdings kann es sein, falls Rosicki zum Beispiel nicht wirklich fit ist, dass es dort auch nochmal einige Verschiebungen geben wird. Aber ich gehe jetzt einfach mal von Rosicki aus, da er eben auch in den meisten Aufstellungen drin steht. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal die Knipser an, die vorne denn die Kisten auch machen sollen. Allerdings gibt es dort auch nicht besonders viel Qualität. Aber wir werfen natürlich dennoch einen Blick auf die tschechischen Stürmer. Im Sturm der Tschechen gibt es einige Spieler mit einer sehr guten Torquote, zum Beispiel David Lafata von Sparta Prag, inzwischen schon 34 Jahre alt, aber dennoch sensationelle Quoten in der tschechischen Liga, 26 Einsätze, 20 Tore, 3 Vorlagen, auch in der Europa League in 9 Spielen 5-mal getroffen, also ein typischer Strafraumstürmer, der sicherlich nicht der schnellste ist. Ich habe ihn auch gegen Schalke spielen sehen, dort hat er im Hinspiel zum Beispiel getroffen, da erinnere ich mich gerade dran. Ein wirklich Spieler mit einer tollen Strafraumbeherrschung, kopfballstark. Er braucht nicht viele Chancen, um Tore zu machen, allerdings natürlich im Kombinationsspiel nicht der allerstärkste. Ein weiterer Spieler, der in Frage kommt und ebenfalls eine sehr gute Quote hat, ist Thomas Nesit von Bursaspor. Er hat auch schon bei einigen Vereinen gespielt, unter anderem in Holland bei PEC Zwolle oder ZSKA Moskau in Russland. Ist also auch schon ein bisschen rumgekommen, auch in Griechenland war er schon unter Vertrag. In dieser Saison auch 28 Einsätze in der Super League, dabei 11 Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. Also bei Bursaspor Stammspieler und sowas wie der Go-To-Guy vorne im Sturm. Eine weitere eigentlich ganz interessante Option, vor allem weil er auch erst 26 Jahre ist. Allerdings mit 1,91 Meter auch ein typischer Mittelstürmer, also auch keiner für die Außenpositionen. Jetzt im Vorbereitungsspiel ebenfalls getroffen hat Milan Škoda von Slavia Prag. 1,90 Meter groß, 30 Jahre alt. Auch natürlich ein Spieler, der eher Richtung Mittelstürmer tendiert, aber 25 Einsätze in der tschechischen Liga, 14 Tore erzielt, 4 Vorlagen gegeben. Also, da vorne mangelt es nicht unbedingt an Knipsern, wo man allerdings sagen muss, keiner von ihnen spielt auf allerhöchstem Niveau. Thomas Nezit noch auf höchstem Niveau quasi von den dreien, da die Super League natürlich nochmal etwas stärker einzuschätzen ist als die tschechische Liga. Allerdings glaube ich am ehesten, dass David Lafata von Beginn an spielen wird. Hinten dran noch ein junges Talent, Patrick Schick von Bohemians 1905, ebenfalls ein kleiner Prager Verein. Da kennen wir vielleicht noch Jan Moravec, meine ich, wäre damals zu Schalke gewechselt von Bohemians aus der zweiten tschechischen Liga. Inzwischen spielen sie in der ersten. 27 Einsätze, 7 Tore, eine Vorlage gegeben. Allerdings ist er auch ein typischer Mittelstürmer und deswegen glaube ich nicht, dass die Tschechen ihn tatsächlich mitnehmen werden. Also, er ist, denke ich mal, nur zum Schnuppern mit dabei. Und dann würde ich jetzt einfach mal mich festlegen, dass David Lafata am ehesten in das System der Tschechen passt. Er wartet vorne im Sturm und versucht die Dinger einfach vorne auch reinzumachen. Das wäre meine Prognose. Allerdings, falls die Tschechen in Rückstand geraten, das hatten wir ja auch bei anderen Mannschaften schon, dann haben sie wirklich zwei Spieler, die man vorne reinwerfen kann mit Milan Škoda und Thomas Nesit. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Thomas Nesit, Nikit, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sind das zwei Spieler, die man bei Rückstand natürlich immer bringen kann und das System dann auch nochmal schnell ändern kann, zum Beispiel zu einem 4-4-2 mit zwei echten Spitzen dann vorne drin. Also, dann gehen wir die Mannschaftsaufstellung nochmal durch. Im Tor gesetzt natürlich Petrček. Auf links ist Limberski gesetzt, meiner Meinung nach. Suchi spielt mit Sivok in der Innenverteidigung und auf rechts Kaderabek. Warum kann ich diesen Namen nicht aussprechen? Von der TSG Hoffenheim. Im zentralen Mittelfeld gesetzt defensiv, würde ich sagen, ist Blažil, daneben Darida, offensiv davor spielt Tomáš Rosický, wenn er fit wird. Auf links außen habe ich Krejci, auf rechts Dokal und eben als Mittelstürmer Lafata. Das wäre meine erste Elf für die tschechische Mannschaft, aber wie gesagt, bei den Tschechen habe ich mir echt schwer getan. Nicht nur, dass die Spieler natürlich nicht so im Fokus stehen, dass man dort viel recherchieren muss, um das rauszufinden, wer wie wo zum Einsatz kommt, sondern eben auch, weil da relativ wenig Qualität auch einfach vorhanden ist. Das muss man einfach sagen. Sie befinden sich alle auf einem ähnlichen Niveau. Es kann theoretisch, können 18, 19 Spieler von denen, die ich jetzt genannt habe, können eigentlich in der ersten Elf spielen. Man könnte theoretisch auch die komplette Innenverteidigung austauschen und dort mit Katletz und Hubnik spielen zum Beispiel. Also, oder Katletz geht nach links, Gebre Selassie kann theoretisch auch links drüben spielen, was er auch schon gemacht hat. Also Pavelka ist ein Spieler, der in der ersten Elf stehen kann. Das ist unglaublich schwierig, dort eine erste Mannschaft auszumachen, wo ich mir auch echt schwer getan habe, aber ich habe ja immer gesagt, ich bin mutig und sage dann, komm, das ist meine erste Elf. Da kann man sich dann auch ein bisschen, dann polarisiert man vielleicht ein bisschen und sagt, jawohl, da kann man sich ein bisschen dran reiben. Also, falls es dort andere Meinungen gibt, natürlich gerne in die Kommentare. Jetzt schauen wir uns erstmal den Trainer der Tschechen an, der die Tschechen wieder mal zu einer Europameisterschaft gebracht hat.
Der Trainer der Tschechen ist Pavel Wyrba. Er wurde 1963 in Prerov geboren. In seiner aktiven Karriere spielte er für Vereine, die den meisten Leuten wie mir zum Beispiel auch gar nichts sagen. Der einzige Verein, den ich kenne, ist Baník Ostrava. Dort spielte er immerhin für ein Jahr von 84 bis 85. Danach verschlug es ihn zu Baník Havířov, bevor er dann 1993-94 in seinem Geburtsort auch seine Karriere beendete. Er übernahm auch direkt nach der aktiven Karriere die Mannschaft des FC Prerov als Trainer, bevor er von 1996 bis 2004 Co-Trainer von Baník Ostrava wurde. Von 2006 bis 2008 war er in der Slowakei unterwegs und konnte mit dem MSK Žilina immerhin einmal die Meisterschaft gewinnen und einmal Zweiter werden, während er auch gleichzeitig slowakischer Assistenztrainer war. Seine erfolgreichste Zeit hatte er von 2008 bis 2013. Viktoria Pilsen führte er zur ersten Meisterschaft in der Clubgeschichte und war so erfolgreich, dass er ab 2014 auch tschechischer Nationaltrainer wurde. Und bei der Europameisterschaft 2016 sind die Tschechen natürlich dabei, auch wenn sie natürlich keine besonders gute Mannschaft am Start haben, wie wir ja eben gerade auch schon analysiert haben. Denke ich mal, ist es dennoch eine Karriere, der eine sehr beeindruckende Karriere eben hinter sich hat. Vom kleinen Prerov immerhin zu Viktoria Pilsen, und Viktoria Pilsen ist ja momentan auch eine Macht im tschechischen Fußball. Wir werden jetzt mal schauen, wie sich diese Macht im tschechischen Fußball tatsächlich eben auch auf den europäischen Fußball auswirkt. Haben die Tschechen eine Chance, aus der Gruppe D rauszukommen, die ja nun wirklich stark besetzt ist, oder wird leider schon nach der Vorrunde Schluss sein für die Tschechen? Wir werden es uns jetzt mal in der Prognose ganz genau anschauen. Die Tschechen starten in der Gruppe D gegen Spanien, Kroatien und eben die Türkei, die wir ja alle schon analysiert haben und die ich alle persönlich für stärker halte. Dennoch glaube ich, jeder, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, weiß auch, wie Fußballspiele immer mal ausgehen können, dass es natürlich auch für die Tschechen reichen kann, um ins Achtelfinale zu kommen. Gerade gegen die Türkei sehe ich die Unterschiede nicht ganz so groß, wobei die Türkei dann eben doch nochmal den besonderen Spieler hat, wie zum Beispiel Arda Turan oder eben auch ein Hakan Çalhanoğlu vorne drin. Also deswegen glaube ich, die Tschechen werden leider in der Vorrunde ausscheiden als Gruppenvierter. Die Kroaten sind zu stark und auch von der Ansetzung her ist es halt auch wirklich schlecht für die Tschechen. Sie spielen als allererstes gegen die Spanier, wo es mit ziemlicher Sicherheit eine Niederlage geben wird, gerade weil die Spanier sich natürlich auch rehabilitieren wollen für den schlechten Start bei der Weltmeisterschaft 2014, wo sie ja 1:5 gegen Holland verloren. Das wird ihnen nicht nochmal passieren. Deswegen glaube ich, die Tschechen werden dort verlieren. Am zweiten Spieltag gegen Kroatien ist ein Punkt eigentlich dann schon Pflicht. Wenn man dort das zweite Spiel auch verliert, dann kann man es eigentlich quasi schon knicken, überhaupt ins Achtelfinale zu kommen. Denn es kommen ja nur vier der Gruppendritten überhaupt noch weiter. Deswegen, und dort geht es dann natürlich noch gegen die Türkei am letzten Spieltag. Und ich glaube, auch dort wird es verdammt schwierig. Deswegen machen wir gar keine Achtelfinalprognose. Ich sage ganz deutlich, diese tschechische Mannschaft hat zwar ihre Qualifikationsgruppe vor der Türkei gewonnen. Jetzt, wo es drauf ankommt, sind die türkischen Spieler aber natürlich hochmotiviert und wollen ins Achtelfinale. Deswegen sage ich, die Tschechen bleiben in der Gruppe D hängen, die natürlich auch super stark besetzt ist. In anderen Gruppen hätten sie durchaus Chancen aufs Achtelfinale. Aber in der Gruppe D, die ähnlich stark besetzt ist wie die Gruppe E, wo wir als nächstes hinkommen, ist für die Tschechen leider schon nach der Vorrunde Schluss. In der nächsten Folge kümmern wir uns um einen der Mitfavoriten auf den EM-Titel, nämlich die belgische Nationalmannschaft um Kevin De Bruyne und eben den Trainer Marc Wilmots. Können die Belgier wirklich den ganz großen Wurf schaffen in Frankreich? Haben sie die Qualität, nachdem sie 2014 bei der WM ja schon gezeigt haben, dass sie durchaus mit den ganz großen Nationen mithalten können? Also, wir werden natürlich die Belgier ganz genau analysieren und eben auch die Starspieler wie eben De Bruyne, Hazard und Lukaku. Also, in der nächsten Folge kümmern wir uns um Belgien.